Bist du bereit, die Motorhaube zu öffnen? Use Tool für die Tutorials. Und für die Autoteile ist die Mr. Auto App der richtige Reflex. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Du findest die im Video verwendeten Volk-Glühbirnen exklusiv auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus und ziehe die Handbremse an. Um die Lebensdauer deiner Glühbirnen zu verlängern, raten wir dir, das Glas nie mit deinen Fingern anzufassen oder ansonsten die Glühbirnen mit einem Haushaltspapier gründlich zu reinigen, bevor du sie wieder einsetzt. Um an die Glühbirnen des Rücklichts zu gelangen, musst du den Kofferraum öffnen und das komplette Scheinwerfergehäuse herausnehmen. Entferne die Feuerschutzkappe. Entferne die beiden äußeren Befestigungsmuttern der Leuchte mit Hilfe einer Ratsche, einer Verlängerung und eines 10 mm Steckschlüsseleinsatzes. Ziehe mit den Händen vorsichtig und parallel zum Wagen am Rücklicht, um es zu entfernen. Entferne den Stromanschluss. Drücke dazu auf die kleine Kunststoffflasche und ziehe gleichzeitig an der Klemme. Nimm die Halteplatine der Glühbirne ab, indem du die Laschen der Haltestifte spreizt. Alle Teile, die wir in diesem Tutorial verwenden, stammen von unseren vertrauenswürdigen Partnern, die uns auch dabei helfen. Du kannst sie dir gerne in der Beschreibung ansehen. Alle Glühbirnen können auf dieselbe Weise entfernt werden. Drücken und eine Vierteldrehung ausführen. Nimm dir die neuen Glühbirnen zur Hand. Beim Einbau wird der Vorgang umgekehrt. Setze die Platine wieder ein, positioniere sie dabei in der richtigen Richtung und drücke sie einfach nach unten. Verbinde den Steckverbinder wieder. Setze den Scheinwerfer wieder an seinen Platz ein. Schraube die beiden Halteschrauben wieder am Scheinwerfer an. Bringe die Scheinwerferschutzkappe wieder an. Vorgang beendet. Hallo, ich bin Opa von Newstool. Ich hoffe, dieses Video hat dir bei der Wartung deines Autos geholfen. Hilf auch du uns, diesen Kanal bekannter zu machen, damit wir noch mehr Tutorials produzieren können. Es ist ganz einfach. Ein Like, ein Kommentar und abonniere dich. Das hilft uns extrem. Also dann, danke!